Hallo, mein Name ist Bernd von Geldern. Ich bin Geschäftsleiter Vertrieb beim FC St. Pauli. Mein Name ist Serhan Eroglu. Ich bin eines der Mitgründerinnen von Studio Fashion Agency in Istanbul. Hallo, mein Name ist Ole Drews. Ich bin hier der Mann hinter dem Webshop, auch der COO im Merchandising, bedeutet, der hier die Fäden im Merchandising zusammenhält. Ich bin Katharina Fricke, ich arbeite im Merchandising und bin die Produktverantwortliche und auch die Einkaufsverantwortliche bei uns. Aber haben die anderen Hallo gesagt? Nein. Ja. Hallo, okay. Das Projekt DIY war natürlich am Anfang nicht mit diesem Namen versehen, sondern es war eine Idee. Die Idee, dafür haben wir einen kleinen Schubser bekommen, nämlich durch die Mitgliederversammlung im November 2016. Da gab es einen Entscheid. Wir mögen doch bitte die Textilien in Zukunft in der Merchandising fair und nachhaltig produzieren. DIY ist für mich der dritte Schritt, den ich selber im Verein mitmachen darf auf dem Wege zur Unabhängigkeit. Wir sind ein Fußballverein, der auch außerhalb des Fußballs denken muss und stattfinden muss und seine gesellschaftliche Relevanz immer wieder neu verhandeln muss. Wir haben 2016 die Merchandising mit einem großen Kraftakt zurückgekauft, die uns jetzt in die Möglichkeit versetzt, das hier zu tun. Wir haben 2019 uns dazu entschieden, die Vermarktung wieder selber zu übernehmen. Heute wollen wir das Thema Nachhaltigkeit neu besetzen, indem wir nicht mehr mit einem Ausstatter zusammenarbeiten, sondern es selber machen und den gesellschaftlichen Diskurs über Nachhaltigkeit konkret anstoßen. Wir haben reingehört in unsere Mitglieder, wir haben das vernommen und natürlich brauchen wir jetzt jeden Einzelnen, der diese Idee mitträgt. Wir haben nicht einen Gönner, wir haben 30.000 Gönner. Besser, wir hätten 40.000 Gönner, die diese Idee mit in die Welt tragen. Ich hätte dich angucken müssen, ne? Ja. Wie kann man sicherstellen, dass etwas wirklich nachhaltig ist? Also A, indem man es erstmal anfängt, etwas zu tun. Wir können nicht perfekt sein, wir wollen es nur besser machen. Ich finde, die größere Idee, die hinter diesem Projekt steht, ist, ernst zu machen, anzufangen, nachhaltiges Tun in den Blickwinkel zu stellen. Und wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, wohlwissend, dass wir nicht perfekt sind, wohlwissend, dass man alles immer noch besser machen könnte, wohlwissend, dass es das Nachhaltigste wäre, man würde nicht jeden Tag ein neues T-Shirt kaufen. Gehört ja auch zur Wahrheit. Wir bieten ja weiterhin in der alten Systematik 3 Trikots an. Wir wollen ja Trikots verkaufen, aber wir wollen sie besser, fairer herstellen. Was das bedeutet ist, die Partner, die wir haben, auch in der Türkei, kennen wir seit 15 Jahren. Wir sorgen dafür, dass diese Audits durchgeführt werden. Wir nennen es VSCI, es gibt auch SEDEX, es gibt unterschiedliche Zertifizierungen, die das prüfen. Und das ist auch wirklich der Unterschied. Also das muss man auch wirklich so erklären. Das ist wirklich der Unterschied zu, ich nenne es jetzt mal wirklich beim Namen, zu Adidas, zu den anderen. Weil die haben Inspekteure, die laufen rein, die prüfen, ob die Produktion wirklich okay ist. Die prüfen die Artikel, sie prüfen sozusagen, ob diese ganzen Standards eingehalten worden sind. Aber sie prüfen nicht, sie sagen nicht, hey, Social Standard, da ist jetzt Kinderarbeit, oder sie sagen nicht das und das. Sie gehen davon aus, das macht ja schon BSCI, das ist eine Agentur, die das macht. Wir sagen nein, wir prüfen alles. Wir laufen da rein, sobald die Produktion nicht mal anfängt, also sobald es in der Vorbereitung ist, sind wir schon drin und sagen, hey, wir sind von Picker auf dabei, wir prüfen jetzt die ganze Produktion, wir betreuen die mit bis Punkt Z, wirklich bis sozusagen die Ware rausgeht. Und in diesem ganzen Prozess achten wir wirklich auf Social, auf Ökologie, ökologische Punkte, auf jeden Aspekt eigentlich, den man sich vorstellen kann, damit diese Standards eingehalten werden, welche wir auch voraussetzen. Ja, also ich kann definitiv sagen, wir bauen die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die hier ein Trikot aus recyceltem Polyester machen. Das machen andere. Das machen andere auch seit 10 Jahren. Da gibt es Sachen aus den Ozeanen und so weiter. Aber es ist eben ein Artikel. Und wir machen es für die ganze Kollektion. Also von der Socke bis zum Schal, bis zum Trikot, bis zum Pullover. Alles soll nachhaltig sein, weil wir eben die ganze Story dazu erzählen wollen und es auch nicht richtig finden würden, nur zu sagen, wir machen jetzt nur einen Teil dieser Kollektion nachhaltig. Es soll alles nachhaltig sein. Und ja, die Leute sollen mit gutem Gewissen dieses Teil kaufen und sich sicher sein, dass es wirklich nachhaltig ist. Für mich persönlich ist das eigentlich alternativlos. Wir wollen die Gesellschaft verändern, wir wollen nachhaltiger werden, wir wollen vielleicht regionaler im Lebensmittelbereich werden. Und wenn wir die Möglichkeit haben, was zu verändern, dann sollten wir das auch machen. Also das sehe ich auch nicht als große Herausforderung an, sondern es ist wirklich alternativlos, die Möglichkeit am Schopfe zu packen und das dann auch selber zu machen.
Es hilft uns auch, uns weiter auf die Füße zu treten, weil es auch ganz klar ist, wir werden nicht von heute auf morgen alles ändern können. Es ist ein laufender Prozess. Und wenn wir vielleicht mal rechts, links abweichen, gerne auf die Füße treten, dass wir uns wieder einnorden und dass wir alle zusammen in die richtige Richtung gehen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir haben damit jetzt losgelegt, aber ich wünsche mir natürlich, dass wir noch besser werden, noch bessere Produkte an den Mann bringen, noch besser, nachhaltiger und noch mehr werden eigentlich. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir von der Performance her ein bisschen besser werden als Verein. Das macht das Ganze für mich eben auch so besonders. Wir hatten es dadurch, dass wir eben immer andere Ausrüster hatten, wir hatten es nie in der Hand. Wo wird dieses Trikot eigentlich produziert? Sitzen da am Ende vielleicht doch Kinder und nähen dieses Trikot? Das wussten wir schlichtweg nicht. Und das macht dieses Projekt für mich einfach so wahnsinnig besonders, dass wir selber entscheiden können und dürfen, wo wird produziert, was wird produziert und warum wird das genau so produziert. Du musst definitiv das Trikot kaufen. Du musst das Trikot kaufen, du musst den Hoodie kaufen, du musst uns unterstützen. Wir wollen diese Teamsportlinie super groß machen. Wir wollen, dass jeder DIY trägt und wir wollen unsere Mannschaft damit unterstützen. Wir wollen andere Vereine, andere Firmen darauf aufmerksam machen, dass es eben möglich ist, nachhaltig zu produzieren, ohne Millionen in die Hand nehmen zu müssen oder einen riesen Aufwand zu betreiben. Man braucht die richtigen Partner. Man braucht Leute, auf die man sich verlassen kann, vor allen Dingen in den Produktionsländern. Und dann ist das möglich in der heutigen Zeit. Wir wollen existenzsichernde Mindestlöhne zahlen. Das wollen wir sicherstellen. Tun wir das überall auf der Welt? Nein. Aber wir arbeiten jeden Tag daran, dass das besser wird. Wir wollen, dass Überstunden bezahlt werden. Wir wollen, dass Frauen gefördert werden. Wir wollen, dass Duschen in diesen Produktionsstätten stehen und dass nicht samstags und sonntags gearbeitet wird. Können wir die Welt damit verändern? Ja, ein bisschen ja. Das ist schon unser Anspruch, war auch schon vorher. Wir haben alle Totenköpfe auf Organic Cotton und auf Fairtrade umgestellt, ohne die Preise zu erhöhen, ohne dass es irgendjemand großartig gemerkt hat. Wir haben es rigoros einfach umgestellt, keine Alternative, haben auch nicht geredet, ob wir teurer oder billiger werden. Wir haben einfach den Preis gelassen. Das ist unser Selbstverständnis. Jetzt der nächste große Schritt. Und ja, wir wissen, dass wir in den Produktionsländern damit etwas verändern. St. Pauli ist der Don, machen alles selber. DIY, 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 DIY.